Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Szenario, besser gesagt zum letzten Szenario der Blitzkrieg-Kampagne von CC03. Ja, es ist Dienstag 21:30 Uhr. Ich komme gerade vom Termin von der Zeitung. Also eine etwas spätere Angelegenheit, aber ich will die Kampagne jetzt endlich mal fertig kriegen, damit ich auch den AAR im Forum schließen kann und die nächsten Tage wird das jetzt auch nicht besser von der Beschäftigung her, von daher würde ich sagen, legen wir mal los. Ich bin jetzt halt ein bisschen müde, aber sonst geht's. Okay, 10 Züge nur, das ist WTF-mäßig. Gucken wir uns erstmal die strategische Karte an. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so richtig in Erinnerung. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siegkekse. Okay. So, das heißt, es sind zwei im Süden, zwei in der Mitte und zwei im Norden. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht macht es am meisten Sinn, wenn ich jetzt einfach, weil ich ja jetzt nicht so viele Einheiten habe, das so mache, drei hier lang und die drei Siegkekse in einer Reihe und die drei Siegkekse in einer Reihe. Bevor ich mir jetzt noch weiter aufsplitte. Gut, zack, 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 zack. Können wir eigentlich auch so machen. Okay. 3, 4, 5, dann kriegen die eine Flak mehr. Kann ich gar nicht alles aufstellen. WTF, ey. 1, 2, 1, 2. Okay, gibt es ein Nachschub-Hex? Das sieht so aus. 1, 2. Moment. Machen wir anders. 1, 2, 3. Und den Rest stelle ich dann im Norden in der nächsten Fuhre auf. Okay, und ich muss ein bisschen leiser machen. Das auch. Das geht nicht, das ist ärgerlich. Surprise, surprise, mach keinen Scheiß. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Egal, wir lassen das jetzt so. Gut, was haben wir hier noch irgendwo? Ein Hilfsaufklärer. Das sieht jetzt nicht so aus. Okay, da unten ist einer drin. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir können ja vielleicht mit den Italienern mal, weil ich auch nicht weiß, ob da irgendwas ist. Okay, da ist was. Da wird wahrscheinlich auch irgendwas sein. Aber ich sehe es dann halt nicht. Das ist schlecht. Oder auch nicht. Der hat Sichtweite 3. Da müsste da ja eigentlich. Okay, da ist keiner.
Zack. Okay, oh, das ist eine Artillerie, gut zu wissen. Noch die drei Infanterieeinheiten. Ah, den können wir hier hinstellen. Dann können wir die Dinges doch schützen. Das ist gut. So, und vielleicht nehmen wir den einfach mal, um das Ding hier zu tilgen. Wenn das denn so einfach wäre. 5. Das Ding hat 7 Schuss. Sollte sich eigentlich auch einigermaßen verteidigen können. Hoffentlich. Zack. Gut, ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich fürchte, den machen sie jetzt ordentlich rund. Wird. Ja, ist klar. Und das könnt ihr aber ganz schnell vergessen, ihr Arschlöcher. Sie hält auch nichts. Weil diese blöden Aufklärer noch langsamer sind als jetzt die Panzer. Was ja auch schon mal total dämlich und hirnverbrannt ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht riskiere ich das jetzt einfach mal mit den beiden Bombern. So, und mit dem ausgezeichneten Jäger. Oh. Das ist schlecht. So, okay, der wird jetzt schon mal nicht so einen großen Schaden machen. Könnte ich vielleicht auch einen Abfangjäger hinstellen. Okay, da sollte ich wirklich einen Abfangjäger hinstellen. Alles andere hat recht wenig Sinn. So, Load Game. So, der hat Sichtweite 1, hä? Wieso können die den dann sehen? Was ist das denn für eine Cheaterei? Die haben 2. Ach so, der Bomber hat den wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Das wäre natürlich schlecht, wenn der jetzt so eine Sichtweite hätte, dass der da viel sehen könnte. So,
So, dann stellen wir jetzt hier einfach noch irgendeinen hin. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie einer in den Hinterhalt. Und ja, gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay, jetzt haben sie sich wieder was Neues ausgedacht. Hinterhalt ist immer gut. So, wie viel Geld habe ich denn noch? 1000. Ah, das ist gut. Dann kann ich den ja großzügig refitten. Wieso geht das? Also deswegen geht das nicht. So, aber jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich ein bisschen mehr sehen kann. Leider immer noch nicht. Keiner hin. Das ist ärgerlich, dass da keiner hinkommt. So, 2:4, das ist ein bisschen arg heftig. So, das Ding können wir jetzt schon mal zum Schweigen bringen. 2:5 oder 1:5? Das machen wir einfach so, dann ist der schon mal Geschichte. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich jetzt weiter vorrücke. Ist klar. Dass ich den nicht sehen kann, das ist doch so beschissen, ey. Wieso kann ich den nicht sehen? Weil die so nur so eine blöde Sichtweite haben, nur eins, ey. Die können nur nicht mal ihre Mutter bei ihrer Geburt sehen, ey. Unfassbar. Leider weggestellt. Das ist nicht so gut gewesen. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Oh Scheiße, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Das ist auch nicht gut. Aber wir haben ja noch ein paar Bomber. Zum Beispiel den hier. So, und dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Der kommt nirgendwo hin. So. Da ist keiner drin, das ist gut.
So, ja, wir können ja hier so eine kleine Absonderung mal lang schicken. Paar Truppen. Vielleicht noch die italienische Artillerie und die Hilfsflak. Und der Rest geht jetzt hier einfach durch die Mitte. Nicht ab in den Süden, sondern ab durch die Mitte. Schwierigkeit ist echt immer hier die Flanken zu schützen. Und Flak und Artillerie kommen nicht so richtig hinterher. Mit dem Speed und gut. Fuckmäßig. Ach ja, na gut. Dann ist es jetzt halt so. 9 Züge. Okay, sie haben jetzt zum Glück jemand anderen angegriffen. Und die machen hier meine ganze schöne Überstärke kaputt, diese Arschgeburten. Das finde ich ganz schön frech. So. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Dem können wir auf jeden Fall einen verplätten. Und dem hier auch. So, zack. Okay, so, das Problem ist natürlich nach wie vor 4 zu 2, das ist nicht so toll. Machen wir das lieber mal so. Zack. Und zack. Gut, und der Rest muss dann jetzt halt mal warten. Ich glaube, mit dem einen Jäger hier mit der Shooting Star sollte ich mich nicht anlegen. Obwohl, die sind gar nicht so gut wie im RSF, aber immer noch besser als der Deutsche, okay. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Komm. Die werden wir jetzt hier ein bisschen mal aufweichen. Das geht nicht. Shit, jetzt habe ich leider keinen. Ah ne, der kann noch. Ist ja gut, Mensch, gehab dich wohl. So, hier, komm, die können sich noch ein bisschen Sporn verdienen. Geht leider immer noch nicht.
Zack. So, den lassen wir mal da stehen. Da kann er sich gleich aufladen. Gut. Eine kleine Abhandlung können wir ja auch mal dahin schicken, zu dem Sieghex. Da ist jetzt auch nicht allzu viel am Start, so wie das aussieht. Hier ist auch noch ein Jäger, aber 3-2, das ist alles nicht so toll. Das war jetzt nicht gut. Oh, diese Scheißpanzer, die sind so stark, das ist echt kriminell, ey. 1, 2, 3, aber da ist bestimmt auch irgendwo eine Flak und ich sehe halt nichts. Das ist echt zum Heulen, ey. So ist hier 1-0 und da 6-0, das verstehe ich auch nicht so ganz. So, es ist die Frage, riskiere ich das? Wie sehen denn die beiden Bomber aus? Kommt auch keiner dahin. Das ist dann natürlich auch noch mal ein großes Problem. Und die anderen hatten schon geschossen, die Bomber. Den werden sie wahrscheinlich irgendwie kaputt machen, denke ich mal. Damit kann ich irgendwie leben. Ja, das ist halt. Diese Einheiten sind halt einfach Schiete. Okay. Da ist auch noch mal eine Artillerie, das wissen wir das auch schon mal. Ja, ist klar, wo kommst du denn her, du Arschloch? Das ist doch zum Kotzen. Mein Gott, ey, da kommen sie jetzt auch noch aus Richtung, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Was habt ihr da zu suchen am Kartenrand? Überhaupt nichts. Doch jemand. Sieht jetzt nicht so aus.
Wie man das glorreich schaffen soll, das ist mir auch ein Rätsel. Da kannst du ja wirklich dann nur hier ohne Rücksicht auf Verluste spielen. Die gehörten auch dazu, genau. Scheiße, jetzt habe ich die. Ein bisschen dumm von mir. Zack. Der hat auch nochmal gut Erfahrung gesammelt. Gut, so, die werde ich jetzt erstmal wieder aufladen auf 10. Und dann, ja, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da zuerst angreifen soll. Ernsthaft. Das geht aber gut. Das geht sogar sehr gut. So, du wirst jetzt erstmal gucken, was hier im Angebot ist. Zurück. Was würdest du denn? 5-3 ist jetzt keine so tolle Idee. Muss ich jetzt mal feststellen. Zum Glück bin ich nochmal gucken gegangen. Das ist doch echt scheiße, diese blöde geringe Sichtweite, ey. So, 4-1. Der hat noch zwei Schüsse. Gut, das ist natürlich alles hier Hanebüchen. Das ist nicht Florian Hambüchen, sondern Florian Hanebüchen. Aber was wir machen können auf jeden Fall ist das hier. Da sollten wir nur den. Wo war er jetzt, der eine Jäger? Da. Den sollten wir zum Schutz da lassen. So, und jetzt ist echt immer noch die Frage, wie wir jetzt hier weiter vorgehen wollen. So, wir können jetzt auch gucken, dass wir jetzt hier mit einem Teil die von hinten umgehen. Und der sollte sich etwas zurückziehen. Panzer, die sind echt. Ja, ist klar. 5 nimmt er dem ab. Das ist doch wirklich geistesgestört. So, die haben sich jetzt schon mal gut hingeparkt, um von der Flak einen drüber zu kriegen.
So, jetzt reicht's mir, meine Freunde. Der ist doch genau der Richtige für so Sturmangriffe. Das geht leider nicht. Ich glaube, die hatte ich beim letzten Mal ganz vergessen. Komme da nicht hin, das ist doch Schitte. Das ist doch wirklich Schitte. So, der kann den angreifen und sich dabei aufladen. Das ist ganz schön praktisch. Wo war jetzt der, der noch zwei Schuss hatte? Das ist der hier. Der geht mal auf den 7er da unten drauf. Dann macht den mal kurz kalt. Sehr schön. Ah, die können ja auch noch schießen. Ganz vergessen. So. Ja, ist klar. 4 hat er dem abgenommen. Also das ist er jetzt wohl wirklich ein bisschen arg lächerlich gewesen, ey. Der Angriff. Unfassbar. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie mal das Hex frei kriegen. Hat auch Rugby-Fans gemacht, die fürchterlich. So, jetzt ist Feierabend. So, der hat 3-1. Okay, hier sind Panzer vor allen Dingen in der ersten Linie. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den drauf. Da brauchen wir Bomber. Das ist sonst nichts. Eins, zwei. Sind das drei Felder? Das sind vier. Da müssten wir da bomben können. So, ich gehe mal davon aus, dass da unten jetzt auch nicht unbedingt ein. Eins, eins. Moment. Null, eins ist jetzt auch nicht so viel besser, muss man sagen. Egal, das machen wir jetzt mal. Zack. Jetzt sind diese Arschlöcher Geschichte. So. Weiß es nicht, wie viele. Wir können ja jetzt trotzdem mal gucken, dass wir die eingesetzten Bomber irgendwie schützen. Aber allzu viel dürften die jetzt auch nicht mehr haben. So,
So, das einzige Problem, was wir haben könnten, ist, dass irgendwelche Einheiten von Westen dann kommen und das Sikex zurückerobern. Also vielleicht sollten wir da eine etwas größere Streitmacht zurücklassen. Der hatte schon geschossen, das heißt, kann sich eh nicht mehr aufladen. Ja, muss ich mal überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Vielleicht, dass ich auch den 6er Panzer, der jetzt eh einen drauf gekriegt hat, da unten. So, der 8er kann mal gucken, ob da unten in diesem Kaff jemand drin ist. Nein. In Manchester City ist keiner drin. Oh, wie viel haben die denn von diesen nervigen Panzern? Das ist doch wirklich total nervig, ey. So, Reinforcements have arrived. Das ist ja ganz nett, dass es noch Reinforcements gibt. Steht das Arschloch genau im Weg. Unfassbar. Da kriege ich wieder Magengeschwüre, wenn ich das hier sehe. So, du gehst mal auf den drauf. Das wollte ich nicht. Der war leer. So, wir müssen sowieso jetzt erstmal in die Richtung weiterrücken. Zu 6. Soll ich das machen oder lasse ich es lieber sein? Das ist jetzt die große Gretchenfrage. Ist immer noch 4 zu 6. Ist nicht so schön. Ach ja, jetzt bin ich schon wieder so nah dran am Mikro. Das ist auch nicht so schön. So, sehr schön. Das haben wir doch jetzt ganz gut hingekriegt. Nee, den wollte ich eigentlich nicht, sondern den wollte ich dann nach Norden fahren. Gut, und die können sich jetzt langsam aber sicher Richtung Südwesten bewegen. Ich glaube, so langsam aber sicher dürften auch keine neuen Flugzeuge mehr auftauchen. Diese leise Hoffnung habe ich. Mann, das wollte ich doch nicht. Do you want to surrender? Ach nee, das war ein anderes Spiel. Experience 0. Hä? Aber das hat doch Balken. Ich weiß aber nicht, wie viele. Das ist doch echt dämlich.
komme ich nicht hin. Ja, ist klar. Das ist doch ein Scherz, ey. Solche Missgeburten, ey. Unfassbar. Diese scheiß Adlerie, ey. Sowas gehört abgeschafft, scheiß Adlerie. So. Ich sehe auch nichts. Man ist hier blind in dieser Scheißkampagne. Einfach nur blind. Okay, jetzt kommt dann leider doch nochmal was an Flugzeugen. Okay, das ist frech. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie verhindern können. Okay, jetzt kommt dann noch mal eine Riesenwelle an Flugzeugen. Das finde ich frech. Das können wir gleich noch mal neu laden. Vielleicht fliegen wir den aber auch einfach kurz ein Stück zurück, dass der nicht gesehen wird. So, und da unten hatten wir ja auch noch so ein kleines Problemchen. Komme ich aber leider nicht hin. Können wir das wohl nicht verhindern. Nimmt dem auch zwei ab, so ein Arschloch. Unfassbar. Geht auf meine Nerven, ey, du Missgeburt. So, hoffentlich verreckst du schön jetzt. Mein Gott, man kann nichts machen, ohne selber Schaden ohne Ende zu fressen. Das ist doch wirklich scheiße einfach nur. Einfach nur scheiße. Und ich sehe nicht, ob da irgendwo eine Flak ist. In diesen gottverdammten Arschlöchern, die so eine riesen Reichweite haben. Scheiß Flak da. Man sieht nichts. Ist doch einfach dämlich, so E-Files mit Sichtweite 1 für Panzer, ey. Nichts sieht man. Da ist doch irgendwo dieses Scheißding. Ja. Hey, wieso kann der die nicht angreifen? Das ist auch wieder sowas, was ich nicht verstehe. Mein Gott, wie viele Schüsse willst du denn noch aushalten, ey? Oh, also langsam nervt's echt. Langsam nervt's echt.
Der kommt natürlich nirgendwo hin. Das ist Schiete. Hat noch einen Schuss. Aber ich riskiere das jetzt. Zum Glück, da ist keiner. Kommt auch nirgendwo hin, aber er kann den Einser vielleicht mal tilgen. So, dann gucken wir mal, was hier passiert. Der ist so gut wie leer. Bleibt ihr jetzt mal kurz stehen. So, sehr schön. Jetzt müssen wir da oben uns noch um diese ganze Problematik kümmern. Der ist leer. Das ist ganz schön scheiße. Das mal noch nett zu formulieren. Ich will es nicht. Aber ich mache es jetzt trotzdem. So. Ich habe halt kein verfügbares Flugzeug mehr, das ist die ganze Problematik dabei. 2 zu 6, das will ich nicht. Ich muss den kaputt machen, weil sonst kann ich den nicht aufladen. Zu 6, das ist ein bisschen arg übertrieben. Das ist dem jetzt nicht gut bekommen. Scheiße, der
her. Okay, ja, ich glaube, da sind einige leer. Der auch. Eins, drei, drei. Der eine Bomber war auch leer. Der hier. So, aber ich kann jetzt mal hier ausspingsen, was hier im Angebot ist. Das sieht jetzt gar nicht mal so dumm aus. Oh, da haben wir noch einen Panzer. So, komm, die gehen dann jetzt mal da lang. Lade ich auf. Ich muss hier jetzt kein Geld mehr sparen. Wofür denn? So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier mal weitermachen. Keiner hin. Aufgeladen. Oh, das ist schlecht. Aufgeladen. So, dann können wir jetzt hier auch mal spinksen, was da so im Angebot ist. Der hat keinen Sprit mehr, das ist blöd. Okay, die können mich nicht sehen, das heißt, dann bleibe ich da jetzt erstmal stehen, vorsichtshalber. So, das hat doch jetzt super geklappt. Jetzt konnte ich dem gleich einen mitgeben. Der ist leer.
Ärgerlich. Mann, das geht nicht. Komm, dann nehmen wir den Vierer mal. Zack. So, das sieht doch jetzt schon mal wesentlich besser aus. Gut, dann würde ich sagen, können wir den Jagdpanther jetzt auch gleich da in die Richtung schicken. Ja, jetzt sehe ich leider nur recht wenig. Ist klar. Ist klar, ey. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Sondern den wollte ich wegfahren. Der greift da mal an, bitte. Wie viel wollt ihr denn noch von diesen Huren-Dingern da kaufen? Das ist doch zum Kotzen. Sind bestimmt alle beide neu, oder? Oh, nee, nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Mein Gott, unfassbar. So, du Arschloch, das war jetzt dein Tod. Also glorreich werde ich auch, kann ich auf jeden Fall schon mal vergessen. Oh, den habe ich ganz vergessen da. Ja, ist ja gut, Mensch. Ach ja. Okay, das kannst du aber auch vergessen, dass mir hier noch eine Flak kaputt gemacht wird. Es sei denn, die ist unerfahren. Dann könnten wir drüber reden. 85. Stellen wir einfach den dahin. So,
ich noch irgendeinen, der. Der kann über ein Feld schießen. Machen wir das mal so und dann nehmen wir den vollen Jäger und gehen da auch noch mal drauf. Also die Artillerie macht mir echt eindeutig zu viel Schaden, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Habe ich schon wieder einen nicht gedeckt? Oh. So also geht das aber auch nicht. Load Game. Meine Freunde. Der ist leer, da geht nichts mehr. Der ist auch leer, der ist leer. Das heißt, da kann ich ja jetzt diese Runde eigentlich sowieso schon wieder knicken, da irgendwas zu machen. So, das geht doch bestimmt. Damit ist der jetzt auch schon mal Geschichte. Gut, hier bleibt es aber etwas schwieriger, die ganze Angelegenheit. So, aber da ist bestimmt keine Flak. Von wegen, da ist keine Flagge, ey. Wie soll man das denn schaffen, ey? Die mit ihren dicken Dingern da, ey. Das ist ein Witz, ey. 4-1. Ich habe da überhaupt keine Chance, da durchzubrechen, ey. Die machen mir alles kaputt. Das ist so eine übertriebene Scheißdreckkampagne, ey. Ja, am Anfang war es ja alles noch in Ordnung, aber jetzt ist es echt ein Witz. Kann natürlich sein, dass wir, wenn wir von der anderen Seite kommen, dann etwas bessere Karten alles in allem haben.
Aber um den Bomber mache ich mir natürlich schon Sorgen. Aber wenn das jetzt wirklich, dann will ich da eiskalt cheaten. Also das sehe ich ja jetzt überhaupt nicht ein, dass sie mir den jetzt hier kaputt machen. Wo ist denn der andere gute Bomber? Der ist da oben. Und der kommt sogar dahin. Sollte die Flugzeuge auch schützen. Egal, wir gehen da jetzt auch weiter vorwärts. So. Moment, hier ist ja auch noch ein Bomber, ein Panzer meine ich. Ach ja, gut. Da muss ich jetzt echt darauf hoffen, dass ich nächste Runde ja weiter vorrücken kann. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Dürften sie eigentlich nicht. Ja, das könnt ihr vergessen. Also eure Hurenstärke da, die könnt ihr euch mal so ganz geschwind in den Arsch stecken, ey. Mein Gott, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, jetzt das Safe Game zu frisieren. Und ich habe auch keine Lust, jetzt 100.000 Mal zu neu laden. Aber den Bomber lasse ich mir nicht kaputt machen. Das könnt ihr mit eurer Mutter machen. Die könnt ihr kaputt machen. Ist doch echt zum Heulen, ey. Ja, jetzt macht ihr den 7, 8, komm. Mein Gott, beendet doch diese Scheiße. Ich will es nicht. Ja, jetzt macht er dem 8 hier. Komm. Kann ich nur hier die Dinges hier. Mein Gott, hey. Jetzt hat er überlebt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier im Angebot ist. Okay, damit rechnen die anscheinend nicht so sehr. Dass man von der Seite kommt. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann ist es ja doch nicht so schlimm, wenn da jetzt nicht auch noch so eine blöde Pack steht. Das ist auch kein Nachschub-Hex, das heißt, die können da jetzt auch nichts einfach Neues kaufen. Den sollte ich vielleicht auch lieber wegfliegen. Gut, und dann gucken wir hier oben mal weiter.
2211. So, also wir müssen auf jeden Fall das Ding und das Ding kaputt machen, würde ich sagen. Ja, was machen wir dann als nächstes? Hatte schon anscheinend. Das ist echt ärgerlich. Freunde, das sieht doch jetzt wesentlich besser aus. An allen Fronten. Ja, was soll ich hier machen, großartig? Hier kann ich nichts machen. Ach ja. Mein Gott, ich sehe wieder nichts. Ist mir jetzt aber egal. Ich gehe jetzt einfach mal gucken. Das geht leider nicht. Machen wir das mal so. Das geht leider auch nicht. Der ist nicht gut genug, fürchte ich. Das ist beides nur 1-0. What? Natürlich klar, dass da wieder so ein dummes Arschloch am Start ist.
Okay, so, meine Freunde. Der hat auch was verloren. So, dann gucken wir mal da oben. Wo ist denn der eine, das eine Flugzeug hin? Das finde ich jetzt nicht. Der Jäger, der hier auch, hier ist ja auch noch ein Flugzeug. Ach da, den, mit dem hatte ich schon. Stimmt, den hatte ich genommen, um da zu spinksen. So, dann gucken wir mal weiter. Okay, jetzt sehen wir hier große Katastrophe machen oder auch nicht. Das wollte ich nicht, Mensch. So, das ist die Frage. Das riskieren wir jetzt einfach mal. Okay. Das ist leider alles nicht so einfach wie gedacht. Okay. Zack. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, den da stehen zu lassen. Ich fahre den mal zurück. Durch die City dürfte der ja nicht durchschießen können. Außerdem sind das Pioniere, das ist dann eh nicht so schlimm. Die können sich, glaube ich, ganz gut verteidigen. Die haben noch gar nicht geschossen. Gut, dann muss ich sehen, dass die nächste Runde auf jeden Fall das Ding ist kaputt mache. So, das ist jetzt schon mal interessant, was jetzt hier passiert ist. Halt so.
gut. Also es ist zum Glück nur von einer Seite, wenn man so direkt vom Osten kommt, recht heftig. Der Rest geht einigermaßen. Das macht es dann doch wieder etwas schaffbarer. Da hätte ich mich nicht so aufregen brauchen, dass das so unschaffbar ist. Gut, gucken wir mal weiter. Das ist ganz schön heftig hier. Da muss ich mir jetzt mal überlegen. Also am besten mache ich den kaputt und gehe dann mit der Luftwaffe auf die drauf. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Stark sind die denn hier? Dinges. Der ist leer, so gut wie leer zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, welche Einheit ich jetzt überhaupt verloren hatte. Also irgendeine habe ich verloren, aber keine Ahnung. Jetzt kaufen die sich so einen Panzerjäger neu, WTF. Zack. Zack. Zala. Zack. Zack. So, und den letzten Sturmangriff macht der gute Captain Saber. Jetzt komme ich da aber leider nicht hin. Doch, so geht's. So, die Vierereinheit lassen wir überleben. Muss ja jetzt nicht am letzten Szenario auch noch. Wo es jetzt eigentlich auch egal ist, die können wir auch kaputt machen. Ist ja jetzt eh in Sachen Prestige egal. Gut, ja, wir können ja noch mal kurz gucken, wie das jetzt aussieht. Moment, da können wir ja auch Additional Options hier das Ding mal öffnen. Jagdverbände 131.
Stumpjuniere 193, Panzer 5, Sympathik 287, 251 Randolph, 201 Aries, Reload Master 115. Oh, 117, der 470 und 134 Kili-Rate oder whatever. So, 98. Captain Matze 201 hat er nochmal gesammelt. Unfassbar. Also Overwhelming Attack. Jetzt weiß ich ja jetzt auch seit Dinges, seit der Monster Tank Challenge, dass Overwhelming Attack einfach nur mega ist. Habe ich jetzt in der Kampagne auch wieder mitgekriegt. Was der da immer an Schaden gemacht hat, das ging ja auf keine Kuhhaut. Gut, so, was haben wir sonst noch im Angebot? 32, 119, 85. Ah, die beiden haben 148, 134. Ja, also das sieht ja schon mal ganz, ganz gut aus. So, wir können schon mal hier das Ding kurz, kann ich schon mal aufmachen. Dann, ja, den letzten Schuss. Oh. Irgendwo scheint noch eine Einheit zu leben. Weiß nicht wo. Ja, keine Ahnung. Irgendwo lebt noch eine, aber wir machen jetzt trotzdem aus. Herr Feldmarschall, this triumph is fitting end, is a fitting end to our English campaign. Once again, your skill has led to victory and more importantly, you have prevented the American from using their atomic bomb. With England and Europe in our grasp, we should be able to negotiate a peace that will give us the Lebensraum we need in Eastern Europe, while withdrawing from England and France. Ja, was bleibt mir zu sagen? Es war eine zweigeteilte Kampagne. Am Anfang war sie noch relativ einfach, muss man sagen. War jetzt das Altbekannte. Ich werde auch nochmal das eine oder andere werde ich jetzt auch nochmal im Forum schreiben. Altbekannte halt Guderian Strategie war jetzt nicht so schwer, bis auf ein paar Szenarien vielleicht, die ich dann vielleicht auch nicht mehr so in Erinnerung hatte und unterschätzt habe. Aber im Endeffekt war es relativ einfach. Dann ging es dann los. Die ersten Szenarien in Russland waren dann auch bis aufs hier Approach to Stalingrad war es, glaube ich, auch noch relativ simpel. Und ja, dann ging es dann aber richtig los. Also muss sagen, ist ein bisschen unrealistisch, dass die Alliierten hier so OP gemacht worden sind, weil eigentlich ja, sage ich mal, waren die Russen dann doch deutlich besser zu dem Zeitpunkt dann schon. Nach den ganzen Jahren Krieg in Sachen Erfahrung. Ja, ich bin froh, dass es jetzt beendet ist. Es hat meistens Spaß gemacht, aber also gerade die Szenarien gegen die Westalliierten fand ich einfach ein bisschen übertrieben. Gut, man kann natürlich sagen, ich hatte ein bisschen wenig Einheiten, aber mit ein bisschen wenig Einheiten muss ich sagen, gut, sehe ich ein, für glorreichen Sieg wäre es nötig gewesen, aber also den Schaden, den die zum Schluss gemacht haben oder die vielen Reloads, das war natürlich auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass die einfach mit der Erfahrung und Überstärke ein bisschen OP waren. Ich hoffe, diese Kampagne hat euch gefallen. Ja, es wird jetzt erstmal nur GTA San Andreas auf meinem Kanal kommen und vielleicht mal irgendwie was anderes. Also beziehungsweise Thorstens Multiplayer Challenge ist ja auf jeden Fall auch noch am Start. Und vielleicht werde ich mal das ein oder andere ja,
andere mal Video mal machen, mal wieder was für anderes Zeug oder so. Gucken wir mal. Also dann, bis denne. Ciao, ciao.